Herzlich willkommen im Münster unserer lieben Frau hier in Radolfzell. Unser Organist, Münsterkantor Andreas Jetter, ist auch da und spielt, auch wenn der Kirchenraum fast leer ist. Einige sind hereingekommen und werden Kerzen entzünden, innehalten und beten. Weil auch wenn wir keine Gottesdienste feiern können in diesem Münster und in unseren Kirchen, bleiben wir doch betende Menschen. Menschen, die unsere Anker der Hoffnung festmachen, auch und gerade in unserem Gott. Heute ist auch Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Darum erklingt diese wunderschöne Orgelmusik. Viele Musikerinnen und Musiker betrifft es gerade, dass die Kulturwelt anders ist. Man wird kreativ. Leute öffnen die Fenster, singen, musizieren sich zu. Sie spielen an und sie spielen sich Hoffnung zu. Wir lernen in dieser Zeit anders leben und erfahren doch, wie unverfügbar dieses Leben ist, wie einmalig und dass wir Menschen aufeinander verwiesen sind. Wir können nicht Gottesdienste feiern, wie gewohnt. Auch für mich eine neue Erfahrung. Früher kam man bei Krisenzeiten, Kriegszeiten, egal wann, immer wieder in die Kirchen und hat sie gefüllt und ja, stand zusammen, betete zusammen. Im Münster unserer lieben Frau haben wir die Verehrung der Hausherren, Wallfahrten. Die Moser Wallfahrt ist da eine der besonderen noch geblieben. Nachdem die Viehseuche vorbei war, hat man sich gesagt, jedes Jahr kommen wir hier und wallfahren. Jetzt sind wir gerade auch bei der Übertragung von Viren ein bisschen weiter und wissen auch, wie dies geschieht und verändern dadurch unser Leben. Abstand halten, Hygienevorschriften, zu Hause bleiben. Genau. Und trotzdem, wie vorhin schon gesagt, sind wir Betende. Wissen uns verbunden über Grenzen hinweg. Die Glocken erinnern uns daran, dass es das gibt. Gebetszeiten. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Je nachdem, 8 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr oder zu anderen Zeiten läuten Glocken und laden uns dazu ein, innezuhalten und zu beten. Wir haben uns auch in dieser ökumenischen Verbundenheit gesagt, machen wir das doch in unserer Stadt. Auch die, die keinen Kirchturm haben und keine Glocken, fügen sich dem an, haben die Gemeindemitglieder eingeladen, werden wir so ein Netzwerk der Betenden. Sonntags um 10 läuten wir alle gemeinsam die Glocken über die Konfessionsgrenzen hinweg. Und auch Menschen anderer Religionen haben gesagt, auch da halten wir inne und beten zu unserem Gott. Die Anker der Hoffnung festmachen in dieser Zeit. Und lernen, wir sind als Menschen aufeinander verwiesen. Wenn das Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte zu uns sagen, bleib zu Hause, dann machen wir das jetzt auch. Und trotzdem spüren wir unseren Wurzeln nach, die uns berühren, wenn wir die Zeit nutzen, in die Tiefe gehen. Was ist mein Leben? Wie lebe ich? Wie lebe ich Beziehungen? Es ist noch Fastenzeit. Gönnen wir uns diese Zeit. Und es wird Ostern werden. Anders. Aber es wird. Ihnen allen eine gesegnete Zeit. Nehmen wir die Kranken in unser Gebet. Die, die jetzt noch mal mehr herausgefordert sind in den Kliniken. Bleiben wir in einer Verbundenheit, auch über Grenzen hinweg. In Gottes Segen.